Hallo, meine liebe Mitmensch. Achtung, Achtung, jetzt geht's wieder auf Schwäbisch, weil sind in Schwaben. Jeder sollte Schwäbisch kennen, wenigstens verstanden. Ich habe lange überlegt, was ich heute sage. Eigentlich wollte ich mein Mann loben, weil gestern haben wir 30 Jahre Krieg gehabt und wir lieben uns wie am ersten Tag. Und ich bin ja so dankbar. So dankbar, dass ich den Menschen getroffen habe und dass ich mit dem Menschen drei gesunde Söhne habe und dass wir die Zeit gemeinsam meistern und uns nicht unterkriegen lassen. In diesem Sinne, Schatzele, ich hab dich lieb. Du wartest jetzt noch heute mal Mensch, ich bin einkaufen. Nein, ich bin wieder mal auf der Demo. Es muss ja einer das Maul aufmachen. Also, warum bin ich da? Deutschland krempelt schon wieder die Arme hoch. H5N1, Achtung, Achtung. Jetzt darf er da bald wieder vielleicht eine Bratwurst essen und das Arme hinauf da. Weil Impfer für die Freiheit, Waffe für den Frieden und ja, yeah, sind so für Demokratie. Heute Morgen sind sie kompakt hochgenommen. Warum? Weil der die Wahrheit spricht, weil der Opposition ist zu dem Rutz, was er da im Fernseher bringt, weil der jedem Gehör schenkt und jeden einfach sprechen lässt bei sich und einfach die andere Seite auch darstellt. Deswegen hat man jetzt überfallen müssen und deswegen ist er so extrem über rechts, so rechts, dass er wahrscheinlich schon wieder links rausguckt und muss verboten werden. In diesem Sinne, ihr wisst, er hat jetzt einfach seinen Order gekriegt, kompakt, muss von jedem mindestens einmal angeguckt werden, entweder das Heftle oder irgendeine Sendung, sei es auf irgendwelche Kanäle, ihr werdet es finden, wenn ihr euch Mühe gebt, findet ihr ganz viel und er hat gute Sachen gemacht und wie gesagt, er hat jedem eine Plattform geschaffen, um seine Meinung zu sagen und er ist auch nicht hinterm Berg gewesen mit seiner Meinung. Es ist jetzt nicht so wie bei den Mainstream-Medien, dass du, wenn nicht in ihrer Meinung bist, natürlich gleich als Putin-Versteher oder Rechtsextremer oder, ach, wie heißt denn, als Holocaust-Leugner, Corona-Leugner, Vogelgrippe-Leugner, Zensur-Leugner, was weiß ich, Lebensleugner, Soldatenleugner, was auch immer sie sich noch einfallen lassen. Das hört ja nicht auf. Ich habe zu dem Thema, weil wir ja jetzt wieder bald impfen dürfen, ich hoffe, die haben auch noch ein paar Impfzentren, ich möchte auch wieder Testzentren und eine absolute Maskenpflicht brauchen wir auch, weil die Menschen sind nur so geschützt, wenn sie sich spritzen lassen, Abstand halten und eine Maske tragen. Man sollte es einfach jetzt schon anfangen, weil bis es dann losgeht, ja, die brauchen einfach eine Weile, bis sie wieder richtig drin sind. Dazu habe ich heute mal geguckt, weil ja der Herr Drosten wieder heiß im Kurs ist. Der Herr Drosten ist wohl, ich habe es jetzt nicht in Wort und Schrift gefunden, aber ich weiß es sicher, dass er 2022 hätte Bundespräsident werden sollen, auf Geheiß der GrünInnen. Hat aber nicht geklappt. Der arme Mann, aber er ist immer noch im Geschäft. Also er macht irgendwas, macht er richtig und wenn er was Falsches sagt, weil es die Richtige sagt, er ist immer noch im Geschäft, der kriegt immer noch Geld. Und zu den Impfdosen. Unser guter Uschi, die von der Leyen, ja, die hat 665.000 Impfdosen bestellt. Also von dem her gesehen, macht er ihren Arm fit. Nicht so viel Training, dass nicht so viel Muskelmasse ist. Das tut auch am machen, wenn Muskel ist. Das sollte ein bisschen locker sein, ein bisschen schwabbelig. Na, du, das auch nicht weh, dann kannst du gleich boostern lassen nach der ersten Impfung. Dann bist du durch. Ich habe ja mein Schildchen wieder dabei. Meine Söhne gebe ich nicht, keinen. Und jeder, der meine Kinder Gott, das habe ich von Anfang an gesagt, der lernt mich kennen. Ich bin ein friedliebender Mensch. Für mich gibt es nichts Schlimmeres wie körperliche Auseinandersetzungen. Verbal ist das okay, solange es noch immer ein gewisser Rahmen bleibt. Körperlich mag ich gar nicht, aber für meine Kinder werde ich auch körperlich werden. An die legt keiner Hand an. Und das muss sich jeder bewusst machen. Wofür das hin? Die Kriegstreiberei. Wir müssen kriegstüchtig werden. Ich kann es nur noch mal sagen, was heißt es für den Otto-Normalverbraucher? Hast du Kinder? Weil es müssten ja nicht einmal mehr Söhne sein, es dürfen auch Mädchen sein. Dann schick sie zur Bundeswehr. Wie, du bist noch unter 60 oder plus 60? Geh zur Bundeswehr. Geh in jeden Krieg, in dem wir dich schicken. Warum? Weil wir gut daran verdienen. Sonst steckt er gar nichts. Jeder, der
der das kritisiert oder in Frage stellt, ob das die Lösung ist, wird sofort angegangen. Und na Gott, halt so wie bei Kompakt, irgendwann kriegst du halt dann morgens um 6 einen Hausbesuch, der natürlich medial festgehalten wird. Also ihr braucht euch nicht vorstellen, dass da niemand schon vorher da war. So ist eigentlich bei 80% von denen, die morgens um 6 einen Besuch kriegen, war die Presse schon vor Ort. Also, das sind immer so geheime Überfälle, die man vorher abspricht mit der Presse, dass man die richtigen Bilder hat. Ich weiß auch nicht. Sonst gibt es nicht viel, außer dass jeder, der doch noch was für das Land, in dem ihr lebt und geboren sind, empfindet, gewisse Sachen nämlich sagen darf. Und da ist dann wieder ein Anspruch an euch, wie seid ihr der deutschen Sprache mächtig, um andere Begrifflichkeiten zu finden, um eurem Wille in Wort Ausdruck zu verleihen. Also es gibt den Satz, wo der Herr Höcke gesagt hat, wo AfD abgekürzt wäre. Da kann man ja sagen, was weiß ich, das Gesamte zum Wohle der Bundesrepublik. Ja, das darfst du nur sagen. Das hat niemand gesagt, aber das alles oder so, das darf man nicht mehr. Und deswegen habt Acht, Nancy hat Spaß gefunden, Nancy will jetzt loslegen, das hat sie Zeug. Seid achtsam, wenn sie alles dann hops nimmt, was sie alles verbietet. Und dann müsstet ihr eigentlich alle bestärkt sein in dem, was wir tun. Wir machen nicht mit. Wir sitzen und Zeug hat dagegen, wir treffen uns, wir machen weiter so. Und ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung, dass ich auf jeden Zugang muss. Nö, ich bin jetzt 4 Jahre auf der Straße, ich bin auf gleich Zugang. Ich habe mir den Vogel zeugen lassen, den mittlere zeugen lassen. Ich habe mir Brech, was weiß ich, zeugen lassen. Ich habe es gar nicht notwendig, wenn die so hummeldumm sind und einfach in das offene Messer reinspringen wollen, dann viel Spaß dabei, viel Spaß dabei. Ich mache nicht mit, wenn jemand aufwacht sein will und mitmachen will, der soll kommen. Ich frage keinen, warum er da ist. Für mich ist ja jeder recht, wo mit mir den Weg geht. Aber ich gehe auf keinen mehr zu. In diesem Sinne, wunderschönen Abend. Bin stolz auf euch. Ach so, ja, ich bin stolz, dass ich ein Schwäbin bin. Ich bin stolz auf mein Land und ich bin stolz auf meine Heimat und ich bin stolz auf meine 3 Söhne und auf meinen Mann und auf meine Heimstadt, die in Deutschland liegt.